Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Mit einem schnellen, kurzen Video. Nicht so viel Zeit heute, aber trotzdem ein paar coole Sachen, die ich euch zeigen will. So, erstmal, wo ist der? Also den entwickeln wir demnächst. Ich muss noch Bonbons sammeln, weil wenn ich den entwickle, dann will ich den direkt Max pushen. Aber, wo ist der andere? Okay, wo ist der? Hier. Den entwickeln wir heute. Dann habe ich noch eine Box für diesen Monat. Wo heute der letzte Tag des Monats ist. Aber ich habe sie heute diesen Monat echt spät geschickt. Das war King's Loot. Mehr zu denen unten in der Info. Aber wie gesagt, jetzt erstmal das Shiny Sto Junior. Ich habe bisher noch keinen einzigen Shiny von mir entwickelt. Carpador nicht. Okay, zu Biggs kann man eh nicht. Pikachu, ja. Pikachu zu Raichu kann ich schon machen. Jetzt, wo ich zwei habe, einen als Pikachu, einen als Raichu. Jetzt erstmal den hier. IV gar nicht so schlecht, zweite. Also da kann man echt nicht meckern. Für ein Shiny. Link ist unten in der Beschreibung zu der Folge, wo ich den gefangen habe. Und los geht's. Bam. Das wird dann auch mein Stolos Pokédex Eintrag. Als Shiny, wieso nicht? Richtig cool. So. Also den habe ich einmal wild gefangen, glaube ich. Okay, der sieht schon cool aus so. Das ist echt cool. Oh, den habe ich noch gar nicht. So, bisschen grünlich. Auch shiny, ihr seht das Funkeln. Und jetzt kommt Stolos. Der sieht cool aus, shiny. Stolos sieht bisschen müllig aus. Bisschen so Mülltonnengrün. Da finde ich echt den normalen Stolos cooler, aber den hier, Stolrock heißt der, glaube ich, da finde ich den grünen cooler. Obwohl, ja, so schlecht sieht der gar nicht aus. Schauen wir uns den nochmal genauer an. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den findet, so als Shiny. Ich habe jetzt natürlich noch keine Vergleichsmöglichkeit, weil ich meinen normalen Stolos noch nicht gemacht habe. Ich brauche da noch ein paar Bonbons und dann mache ich den auch noch für euch. Direkt auf Max. Nur 100% kommt über 3000. So. Oh. Ich habe vergessen zu schauen, was die Top-Attacken für den sind. So. Stolos, Max-CP 3004, Eisenschweiß, Rambos. Okay, der hat nichts davon. Tot. Zwei Stahlattacken halt. Moment. Fast TM. So. Aggron. Doppel-G, okay. Das auf jeden Fall. Iron Tail, okay. Dann müsste er theoretisch auch mein bester Stahlangreifer sein, weil... Anderes habe ich eigentlich nicht. So, weg mit Donner und Stone Edge. Zweitbeste, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wieder Donner, okay. Fängt das jetzt an oder wie? Heavy Slam, bam. So, zwei Stahlattacken. Schauen wir uns nochmal genauer an. Wie gesagt, ich habe nicht so viele Bonbons. Muss jetzt, oh, wieder wackelt. Muss jetzt erstmal sammeln. Dann pushe ich meinen 100 auf Max und dann pushe ich den vielleicht noch irgendwann mal auf Max, aber momentan hat er jetzt nicht so viel Verwendung. Sieht einfach nur cool aus, shiny. So, weiter geht's mit der King's Loot Box. Jeden Monat eine andere Box zu einem anderen Thema. Link ist unten in der Beschreibung, danke an King's Loot. Diesen Monat echt spät geschickt, weil das ist die Januar Box und Januar ist eigentlich schon vorbei. Das heißt, die Box könnt ihr eigentlich nicht mehr kaufen. Aber nächsten Monat könnt ihr eine kaufen. So, für Februar. So, ich bin gespannt. Okay, King's Loot, Retro Loot. Kommen wir ein bisschen näher. Ist die Anleitung so wie immer. Kein Spoiler. Oh, eine neue Tasse. Aber ich habe schon meine Shingeki no Kyojin Attack on Titan Tasse. Also wird schwer zu schlagen und zu ersetzen. Auf jeden Fall gut verpackt. Spulen wir vor. So, da haben wir sie. Bubble Bubble, Bubble Bubble. Let us make a journey to the cave of monsters. So, wir haben ein Shirt dabei. Ich muss wieder sagen, sehr gut verpackt. Also die Tasse war gut verpackt und das Shirt jetzt auch. Also Verpackung 10 von 10 Punkten. Flying Toaster. Sagt mir jetzt auch nichts. Dann haben wir hier ein SNES Glas. Ich hatte auch eine. Super Nintendo Beste. Super Mario, Street Fighter, Mario Kart. Das ist ganz cool, aber das ersetzt auch nicht meine Tasse.
Also hier haben wir zwei Sachen für Getränke. Okay. Yo, was ist das, Mann? Schauen wir uns erstmal die anderen Sachen an. Ein Legend of Zelda Agro-Kissen. Oder Agro-Ball, wie auch immer man das nennt. Das kann ich gebrauchen, wenn ich nächstes Mal keine Einladung bekomme wieder. Achso, das ist ein Set, das gehört zusammen, oder wie? So ein Kristall. Dann haben wir ein Pin, so wie immer. Oh, das ist cool. So einen alten Joystick-Pin. Ich mal zu meiner Pinsammlung jetzt. Ich starte, glaube ich, eine Pinsammlung. So viele Pins, wie ich bekomme. Dann ein Magic Kaugummi. Den gönnen wir uns. Und dann habe ich da noch was richtig Geiles. Aber erstmal den hier. Wo ist der Kaugummi bitte? Knisternde Zuckerwaage mit Kaugummi. Oh, okay. Ah, verstehe. Jetzt zocken wir uns die ganze Tüte, wieso nicht? Und schaut euch das an. Also das ist kein echter Gameboy. Ach so, so ein Hologrammbild. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Mach ich jetzt mal nicht auf. Vielleicht hat das ja Sammlerwert, aber... So ein Hologramm. Super Mario, einer meiner Lieblingsspiele. Und das war's eigentlich auch schon. Danke an Kingsuit für die Box. Link ist in der Beschreibung für mehr Infos. Ansonsten Shiny Stallion entwickelt. Am ersten Tag gefangen, wo der kam. Zum ersten Mal ein Shiny entwickelt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ich noch ein Shiny entwickeln soll. Das nächste Mal. Wenn ja, welches. Ansonsten habt ihr einen Shiny Stall Junior. Und wie findet ihr, wie der aussieht? Sieht der besser aus als der normale Stall aus? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.